Moin aus Hamburg, Figurmacher Podcast on Demand. Heute habe ich mir mal die Mühe gemacht, alle oder viele Fragen zu beantworten, die ich tagtäglich kriege. Ich habe die mal alle abfotografiert bzw. abgrafieren lassen. Viele Kunden machen mir so kleine Post-its in die Unterlagen mit rein oder wenn sie eins zu eins bei mir sitzen und sagen dann, hier, die Fragen habe ich noch und die Fragen habe ich noch und die Fragen habe ich noch. Und ich lese euch die heute mal vor, diese typischen Fragen, und beantworte die auch. Und ich freue mich, wenn ihr gerne kommentiert oder auch danach kommentiert, wenn ihr dieses Video auch als Podcast seht. Fangen wir an mit der ersten Frage. Und die Frage lautet: Welcher Körpertyp, welche passende Ernährung für mich? Ja, diese Körpertypen. Wissenschaftlich gibt es keine Körpertypen. Da gibt es lange Aufsätze auf YouTube und auf vielen Seiten, dass es keine Körpertypen gibt. Bloß wenn man sich mal einfach draußen umschaut, dann sieht man schon, dass es halt Leute gibt, die ein bisschen kräftiger sind oder nicht so kräftig sind, die vielleicht eher breite Schultern haben oder schmale Schultern haben oder ein breites Becken haben oder eine schmale Taille haben. Ich persönlich finde, es gibt sie schon. Es mag schon sein, dass die wissenschaftlich nicht belegt sind, aber ich habe die bei mir in meinen Büchern beschrieben. Ich habe die bei mir sitzen. Ich sehe die auf der Bühne. Ihr wisst ja, ich habe auch ab und zu mit Bodybuilding zu tun, auch mit Bikini-Klassen. Und da sehe ich schon, dass jede Frau anders reagiert. Die eine braucht mehr Kohlenhydrate, die andere weniger. Und die eine reagiert auf die Übung und die andere auf die Übung. Und die eine trainiert wie eine Weltmeisterin und kriegt den Po nicht dick. Und die nächste macht ein paar Kniebeugen und schon ist der Po dick oder wächst. Und deswegen, wenn man sich also so einen Körpertypen anschaut, es gibt natürlich Frauen, die haben sehr, sehr schmale Schultern, und vielleicht etwas stämmigere Beine. Das gibt es schon. Und wenn ich halt etwas breiter haben möchte, dann muss ich das auch so trainieren, also im Hypertrophiebereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schultern sehr schmal habe, dann müsste ich zum Beispiel Frontdrücken machen, Nackendrücken oder Schulter, Nackendrücken, nicht, aber so Schulterdrücken machen. Und dann müsste ich halt explosiv hochdrücken und langsam runterlassen, damit ich einen Wachstumsreiz habe, gerade für die Schultern. Vielleicht sogar, wenn sie nicht so gut wachsen, dass man eher die vorermüdet mit Seitheben und dann drückt. Und die anderen brauchen nur ein bisschen drücken und schon werden die Schultern dick. Also das probiert man dann nach einer Zeit halt aus, mit Vorermüdung oder ohne Vorermüdung. Und wer die, ich sag mal, die Veranlagung hat, sehr schnell sehr starke Beine zu bekommen, dass die vom Krafttraining sehr schnell wachsen, dann bedeutet das, vielleicht wachsen sie auch gar nicht, vielleicht hat es auch nur was mit Entzündungen zu tun, dass sehr viel Wasser eingelagert wird durch die Entzündung. Für die wäre es dann natürlich gut, wenn sie eher konzentrisch trainieren. Das bedeutet, konzentrisch bedeutet beim Kniebeugen aufstehen, eher langsam aufzustehen, nicht explosiv aufzustehen. Und das Runtergehen, das die Exzentrik eher nicht zu betonen, eher schnell runterzugehen und langsam aufzustehen, dann ist dieser Wachstumsreiz nicht so da, als wenn man langsam runtergeht und schnell aufsteht. Das heißt also, habe ich etwas stärkere Beine, dann würde ich immer mehr konzentrisch trainieren. Also das Aufstehen betonen, langsam drücken und das Runterlassen nicht betonen. Andersrum natürlich, wenn ich eine Frau bin, die sehr schlanke Beine hat und die wollen überhaupt nicht wachsen, dann eher langsam runter, schnell hoch bei der Kniebeuge oder auch bei der Beinpresse und vielleicht auch noch, wenn die dann auch noch nicht wachsen wollen, auch vielleicht mit Vorermüdung zu arbeiten, dass wir Beinstrecken erstmal machen. Ruhig mal 10 Sätze, kein Problem, muss man dann vielleicht irgendwann mal haben, damit die Beine dann endlich mal wachsen. Die brauchen vielleicht diese Schocktherapie. Das heißt also, bei den Körpertypen kann man schon so ein bisschen, auch wenn es die nicht gibt wissenschaftlich, kann man die schon mal entsprechend anpassen vom Training her und welche Übungen überhaupt gehen und welche nicht gehen. So, jetzt schaue ich nochmal, welche Frage war das noch und welche Ernährung passt dafür. Ich sage immer, Frauen, die sehr schnell an den Hüften zunehmen, sollten eher weniger Kohlenhydrate essen, weil sie dann sehr hohe Insulinausschüttung haben und das eher meines Erachtens Fett im Bauchbereich gibt. Und für Frauen, die eher an den Beinen zunehmen, die sollten eher
Kohlenhydrate ruhig, die eher den Bein zu nehmen, eher mit dem Fett runtergehen und ruhig ein paar Kohlenhydrate mehr essen als die anderen. Das heißt jetzt nicht, dass man unendlich viel essen kann, aber die Relation kommt dann so ein bisschen auseinander. Was man natürlich noch super, super, super machen kann bei der Frau, wenn sie einen regelmäßigen Zyklus hat, dass man zyklusorientiert trainiert. Das bedeutet, in den ersten 2 Wochen eher Krafttraining zu betreiben, Hypertrophie, also auch 6er, 8er Wiederholung zu trainieren und nach dem Eisprung dann eher konzentrisches Training zu trainieren, also weniger Hypertrophie, eher Fettverbrennungstraining, weil dann mehr Progesteron da sein sollte und weniger Östrogen da sein sollte. Dann auch die Mahlzeitenfrequenz erhöhen in der zweiten Hälfte, weil man dann mit dem Blutzucker nicht ganz so gut zurechtkommt. Und da kann man ausprobieren, ob man dann besser hinkommt, wenn man alle 2 Stunden Kleinigkeit isst, um dem Körper immer was zu geben, als eher große Mahlzeiten zu essen. Das kann im Insulinbereich ein bisschen durcheinander gehen. Dann auch eher die Kohlenhydrate etwas zurück, auch Bitterschokolade zu essen, gegen Heißhungerattacken. Also bei der Frau kann man sehr, sehr viel ausprobieren. Und die Frau ist ja auch etwas komplizierter, beziehungsweise die hat ja auch diese Hormonschwankungen, die der Mann halt nicht hat. Und darauf würde ich dann achten. Wenn es soweit ist, dass man seinen Körper ein bisschen kennengelernt hat, auch wirklich mal so einen Kalender führt und das sieht, dass man am 10. Tag der Menstruation sehr stark ist und dann auch wirklich da die schweren Übungen einbaut, die vielleicht hinterherhängen. Wenn man sagt, die Schultern hängen hinterher, dass man dann wirklich Schultern trainiert. Mit einem Schocktherapieprogramm, sage ich mal, oder die Beine trainiert im 10. Tagbereich so. Um einfach wirklich das Testosteron mitzunehmen, was die Frau dann bildet. Das ist ja wichtig für den Muskelaufbau. Dann haben wir hier noch Mangelzustände ausgleichen. Ja, die Frage ist, wo sind Mangelzustände? Wir sollen ja alle ganz gut ernährt sein, aber ich glaube, jeder hat irgendwelche Mängel. Und was Basics first sagt man immer, das, was wir, wo wir auf jeden Fall Mangel haben, ist Vitamin D. Das heißt D3, man kann es auch messen. Ansonsten 2000 Einheiten am Tag wird nicht zu viel sein. Und wenn man jetzt keine Messung machen möchte, finanziell vielleicht nicht möglich ist. Dann Magnesium haben alle zu wenig. Da kann man ruhig 250 Milligramm mindestens abends nehmen. Und wer dann noch Omega-3 natürlich auch ganz wichtig für den Hormonstoffwechsel, für den Leptinhaushalt. Also Omega-3 auch dabei. Moin, Kai schreibt mir gerade. Dann haben wir noch, die Frau möchte weniger Fett haben, mehr Muskeln, Körper nicht, warte mal, der Körper soll nicht nur schlank sein, sondern auch fest und knackig. Naja, fest und knackig bedeutet ja immer Muskelaufbau. Und da muss man das auch als Frau dann vielleicht mal so machen wie ein Mann, dass man mal eine kleine Aufbauphase hat, wo man dann auch mal sagt, okay, jetzt wiege ich mal 2, 3 Kilo mehr und vielleicht ist auch eine Hose geht nicht mehr ganz so gut zu. Das ist, dann soll nicht 3 Hosengrößen sein, aber wenn eine Hose ein bisschen enger wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann kann man sicherlich da mal was machen. Kann man sich mal ein bisschen Muskeln aufbauen und dann halt in eine Definitionsphase gehen. Besser ist natürlich, wenn man seinen Körper kennenlernt und dann das nach dem Zyklus trainiert und beides zusammen macht, in den ersten 2 Wochen wirklich nicht auf die Waage zu gehen, dass die Temperatur, wollte ich gerade sagen, dass die Gewicht etwas höher ist, dass Testosteron mitnimmt und dann das Progesteron mitnimmt, um halt besser abzunehmen. Also so einen schönen Schwankungen immer haben. Wobei man auch in der Aufbauphase dann vielleicht zwischendurch, wenn es zu viel wird, dieses Neumoderne einsetzen kann. Was Neumoderne heißt ja heute Mini-Cut. Mini-Cut, das war ja Mini-Cut, das gibt es ja schon seit lange. Das hieß früher im Bodybuilding, hieß das Nullertage. Nullertage bedeutet, man isst also nur Eiweiß und Gemüse und kein Fleisch, Entschuldigung, Eiweiß und Gemüse, keine Kohlenhydrate. Das sind die Nullertage, heißt heute Mini-Cut. Ne? Also Mini-Cut bedeutet, dass man vielleicht 2, 3 Tage mal die Kohlenhydrate weglässt. Nur Eiweiß und Gemüse ist also auch kein Fett zu essen, also keine, vielleicht die Omega-3-Kapseln, ja, aber jetzt kein Öl, keine Kokosfett und so weiter, keine Avocados, also wirklich lean zu essen, um dann mal eben ganz kurz ein bisschen Fett abzuschrubben. Das ist so ein Thema, was sehr gut funktioniert in der Praxis. Dann haben wir hier noch, warte. Eine Frage, langsamer Stoffwechsel, was kann ich tun? Dieses Thema langsamer Stoffwechsel,
Ist ja immer so ein Thema. Ich habe Diät gemacht und jetzt ist der Stoffwechsel zu langsam, also, oder alle eingeschlafen, sagt man so. Die Frage ist immer, was meinen die Personen damit, wenn sie sagen, der Stoffwechsel ist eingeschlafen? Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Und vielleicht gehen wir der Sache mal auf den Grund. So, ich mache mal ein krasses Beispiel. Jemand wiegt 100 Kilo nach der Diät und nimmt 20 Kilo ab, was ja möglich ist. Dann hatte der vorher, das nagelt mich da nicht fest, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 2400 Kalorien Grundumsatz. Und wenn ich jetzt 20 Kilo abnehme, dann geht mein Grundumsatz auch um 20 Kilo sozusagen runter. Das wäre dann ungefähr 480, 500 Kalorien weniger. Das heißt, 2400 minus 500 sind ungefähr 1900 Kalorien weniger Grundumsatz. Das ist jetzt bei 100 Kilo, 80 Kilo. Das gleiche ist ja bei 60 oder 70 und runter. Das heißt, man verbrennt schon mal weniger, weil man ja nicht mehr so viel mit sich rumschleppt. Das Schlimme ist nur, und das meinen vielleicht viele Menschen mit dem Einschlafen, es gibt ein zentrales Hormon im Stoffwechsel, das heißt Leptin. Leptin kommt von Leptos, kommt von dünn. Und dieses Leptin macht Folgendes. Leptin ist dazu da, dem Körper zu sagen, verbrenn mal Fett, lass den sozusagen verbrenn mal mehr und sei nicht so, das kommt jetzt noch hinzu, was man jetzt weiß, sei nicht so sparsam bei der Verbrennung von Kalorien. Man hat also festgestellt, dass die Leute, die lange auf Diät sind, für die gleiche Aktivität dann weniger Kalorien verbrennen, weil sie dann grundsätzlich sparsamer oder ökonomischer arbeiten. Das ist eine Gegenreaktion natürlich des Körpers, der sagt, oh, ich krieg weniger zu essen, dann muss ich ökonomischer arbeiten. Und auch, dass man sich weniger bewegt, das kennt auch jeder. Wenn man sich schon länger Diät gemacht hat, dann will man nur noch seine Diät durchziehen, vielleicht noch zum Training irgendwo sich hinschleppen, aber alles andere so rausgehen und mit Freunden oder so, da hat man überhaupt keinen Bock mehr drauf, wenn man überhaupt keine Energie mehr hat. Und dadurch reduziert sich natürlich auch die Alltagsaktivität, die heute wieder auch einen neuen Namen hat. Und dieser neue Name lautet NEAT. Das ist also die Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das heißt also, die Alltagsaktivität wird weniger. So, was ist jetzt der Schlüssel? Was kann man machen, wenn man jetzt denkt, der Stoffwechsel ist eingeschlafen? Wir lassen dieses Wort einfach mal so stehen und vielleicht kann mir irgendjemand noch mal ganz genau erklären, was meinen die Leute damit, wenn der Stoffwechsel eingeschlafen ist? Einerseits ist ganz klar, der Grundumsatz geht runter, weil ich weniger schleppen muss. Ich werde mich wahrscheinlich weniger bewegen, weil ich weniger zu essen habe, weil ich keinen Bock mehr habe, mich so zu bewegen. Mein Körper wird ökonomischer und was wir wissen ist, wenn Leptin runtergeht, dieses Hormon, was dem Gehirn sagt, du kannst brennen, verändert das auch die Schilddrüsenaktivität. So, also die Lösung liegt dann darin. Wer abnehmen will, muss natürlich weniger essen. Es führt kein Weg dran vorbei. Das sind die Gesetze, die sind nun mal so. Aber wenn Leptin runtergeht, wird sozusagen auch alles etwas langsamer. Und deswegen ist es gerade bei Frauen hat sich dann bewährt, wirklich mal 3 Tage zu schrubben, 3 Tage brutal zu essen, also brutal wenig zu essen, auch ein hohes Kaloriendefizit zu machen und dann wirklich 2 Tage isokalorisch zu essen. Isokalorisch bedeutet also so viel Kalorien, wie ich verbrauche, nicht mehr, sondern das, was ich ungefähr verbrauche, sodass ich in den ersten 3 Tagen hohes Defizit hatte. Aber wenn ich dann 2 Tage wieder esse, dann geht das Leptin nicht so runter und dieses sogenannte Einschlafen ist dann weniger. Ja, das wäre also dann so ein Tipp. Und die meisten Leute machen genau das Gegenteil. Die fangen dann natürlich an und schrubben weiter runter, ne? Die sagen, oh, das Gewicht geht nicht runter, ich nehme jetzt noch weniger Kalorien zu mir und dadurch wird es noch schlimmer. Wäre also gut, wenn man dann das immer so machen würde oder cyclen würde oder auch mal eine Joker-Mahlzeit einbauen würde. Grundsätzlich muss aber trotzdem die Kalorien müssten runter. So, dann habe ich hier noch eine Frage, woher bekomme ich die passenden Ergänzungsmittel? Ja, die bekommt jeder von mir, der bekommt Links zugesendet, die ich rausfinde, die ihr nehmen solltet. Ich habe ja immer so Anamnesebögen, die sind zurzeit 27 Seiten. Das ist für viele Leute ganz schön viel. Und die sagen dann, ah, was soll das alles? Ich will endlich anfangen. Und die anderen sagen, boah, endlich mal jemand, der sich um mich kümmert, endlich mal jemand, der sich alles anguckt, Leber, Niere, Schilddrüse, Schlaf. Schlaf fragen viele gar nicht nach.
Ich versuche immer, dass die Leute erstmal schlafen können und dazu braucht man manchmal Nahrungsergänzung, zum Beispiel Magnesium wäre das Einfachste. Man braucht vielleicht nochmal GABA, vielleicht braucht man Melatonin, vielleicht muss man vorher, ich habe Leute, die schwache Nebenniere haben, schwache Schilddrüse haben, die dann auch, die müssen dann sogar vorm Schlafen gehen, mal ein Käsebrot essen. Also das bekommt ihr dann von mir Links, die könnt ihr euch dann bestellen. Ich selber verkaufe nichts. Ich bin jetzt gerade dabei, ein eigenes Produkt zu machen, aber es wird jetzt kein Knaller in dem Sinn, dass da irgendwie eine Weltherrschaft entstehen wird. Aber das wollte ich immer schon haben, dieses Produkt, und ich werde das jetzt bald bringen. Also ich habe gerade heute mit dem Etikett bin ich zugange. So, welcher Stoffwechseltyp bin ich, beziehungsweise was sollte ich essen? Das ist auch immer so eine Frage, gibt es hier überhaupt Stoffwechseltypen? Ja. Also es gibt so Leute, die kommen mit Kohlenhydraten besser zurecht und es gibt Leute, die kommen weniger gut zurecht. Ich sehe hier gerade eine Anfrage, die beantworte ich gleich schnell. Wie kann man die Schilddrüsenstoffwechsel anregen? Ja, Schilddrüsenstoffwechsel anregen, es gibt ja subklinische Mängel. Das sind ganz einfache Mängel durch die Ernährung. Also wenn man zum Beispiel zu wenig Selen hat und zu wenig Jod hat. Und das ist zum Beispiel eine ganz einfache Sache, wenn es gibt ja eigentlich so drei bestimmte Hormone, das TSH, das ist so ein, naja, kommt aus dem Hypothalamus, der sagt der Schilddrüse, mach mal. Und manchmal ist der normal, aber die Werte selber, die Umwandlung ist dann zu gering, also T3, FT3, FT4 ist zu gering. Da kann es häufig schon helfen, wenn ich mich um Selen und Jod kümmere. Und vielleicht noch etwas Tyrosin, eine Aminosäure, die auch wichtig ist für Tyro, also für die Schilddrüse. Das reicht manchmal schon. Ansonsten kann ich nur jedem raten, der mit der Schilddrüse Probleme hat, wirklich ganz anders zu essen, als die Leute das immer sagen, so abends keine Kohlenhydrate und so ein Schwachsinn. Du brauchst die Energie abends, du musst deine Nebenniere stärken, du hast verschiedene Achsen, die alles beeinflussen. Das heißt also abends die Kohlenhydrate zu essen und wirklich auch mal mit den Kohlenhydraten zu cyclen, dass man auch ein paar Tage runtergeht und ein paar Tage bewusst wieder hochgeht, auch das Fett weglässt, auch mal am Eiweiß nicht so drauf zu achten, vielleicht nur mal 1 Gramm Eiweiß zu essen, ist gar nicht so schlimm, sondern wirklich seine Kalorien auch mal aus den Kohlenhydraten holt. Das gibt einen ganz kurzen Gewichtszunahme natürlich. Das ist natürlich das eingelagerte Wasser, das ist kein Fett. Das ist natürlich auf der Waage blöd, das gebe ich zu. Aber es wird deinem Stoffwechsel helfen oder deinem Wohlbefinden vor allen Dingen helfen, dass es dir besser geht und dass die Schilddrüse hochgeht. Ein ganz wichtiger Tipp für euch ist, für alle, die glauben, dass mit der Schilddrüse irgendwas nicht stimmt, also meine läuft auch nicht super, aber ich habe selber Schuld, zu viele Sachen ausprobiert, zu viele komische Ernährungssachen ausprobiert, misst bitte mal morgens eure Aufwachtemperatur. Die Aufwachtemperatur, also entweder im Mund oder unterm Arm, das ist die Basaltemperatur, nennt man die. Die sollte so über 36 sein. Am besten 36,4 wäre gut. Und wenn ich so 35,7 habe, dann weiß ich schon, da läuft irgendwas nicht richtig. Und das ein paar Tage, das ist zu wenig, dann wissen wir, irgendwas läuft nicht richtig. Das ist im Zweifel die Schilddrüse. Auch wenn die Werte im Referenzbereich sind, die Ärzte sagen dann immer, du bist im Referenzbereich. Aber Referenzbereich ist ja nicht Wohlfühlbereich. Und dafür haben Ärzte meistens gar kein Verständnis, weil über Wohlfühlbereiche brauchen wir nicht diskutieren, sagte mal eine Ärztin zu mir. Ihre Werte sind im Referenzbereich und fertig. Cheat Days sind doof. Cheat Meals, oder ich nenne es mal Joker-Mahlzeiten, sind gut. Na, also wenn du jetzt zum Beispiel 2000 Kalorien verbrauchst und du willst abnehmen, dann macht doch schon mal Sinn, natürlich weniger zu essen. Und da kann man ruhig ein bisschen runterschrubben, mal so 20, 40% runterzuschrubben, kurze Zeit lang, habe ich ja eben erklärt, dass man vielleicht 20, 40%, das wären ja 800, also 1200 Kalorien. Und wenn du das 2, 3 Tage machst, dann hast du schon ein sehr, sehr großes Defizit. Und wenn du dann natürlich einen Cheat Day machst und die Leute machen einen richtigen Cheat Day, dann ist das schon wieder insgesamt zu viel. Ja, also eine Cheat-Mahlzeit finde ich super. Ja, also das sollte man aber auch, Cheat-Mahlzeit, ich nenne das eher Joker-Mahlzeit. Eine Joker-Mahlzeit bedeutet dann etwas zu essen, was viel zu viele Kalorien hat, aber trotzdem gesund ist. Vielleicht ein Steak mit Kartoffel oder so. Das hat dann meistens zu viel Kalorien natürlich im Rahmen deiner Diät.
Aber es ist, sind gute Kalorien und man muss ja immer überlegen, gerade hier Murat Demir schreibt mir gerade, Murat Demir hat mir einen Satz gesagt, der ist so hängen geblieben, dass, da macht ihr euch kein Bild von. Für ihn ist das total Lappalie und für mich ist das so hängen geblieben. Wir hatten Murat und Markus und ich, wir hatten mal eine Verkostung von einem, ja, das war so ein Sojaschnitzel, sage ich jetzt einfach mal auf doof so einfach. Und das waren so Sojaprodukte, die schmeckten auch ganz gut, das war alles in Ordnung. Und dann haben wir über andere Fertiggerichte gesprochen und vielleicht kennt ihr dieses Ding, das heißt Don't Call It Schnitzel. Nee, Don't Call It Toasty, Don't Call It Schnitzel. Das ist so ein paniertes Ding, was in den Toaster reinkommt. Und das ist natürlich ernährungsphysiologisch der absolute Obergau. Das sind irgendwelche Fleischreste mit ganz viel Panade. Und da sagte Murat zu mir, bevor ich das essen würde, würde ich gar nichts essen. Und das hat mich geprägt. Das habe ich gedacht, der Typ hat recht. Ja? Also du musst ja selber erstmal sehen, liebst du deinen Körper oder liebst du den nicht? Das Wertvollste, was du je in deinem Leben besitzen wirst, ist dein eigener Körper. Und beim Cheat Day frisst man nur Cheat. Also Cheat, das heißt ja auf Deutsch betrügen. Das ist ja nur Scheißdreck. Also deswegen ein Joker-Mahlzeit, gar nicht schlecht, gar nicht schlimm. Auch, naja, gut, wenn es dann mal eine Pizza ist, ist es halt eine Pizza, aber es ist eine, ja, und nicht den ganzen Tag durch. Weil wenn du den ganzen Tag durchmachst, da kommst du manchmal nicht mehr raus. Ja, dann sagst du am nächsten Tag, ach, heute nochmal und heute nochmal und morgen fange ich wieder an, morgen fange ich wieder an. Wobei eine Cheat-Mahlzeit gar nicht schlimm ist. Ich habe jetzt sogar mal letztens Pläne gemacht für Kunden, die gesagt haben, ey, ich brauche, die sagten das so, ich mag gerne einen Big Mac essen. Ich finde den geil. Und dann habe ich gefragt, okay, wie viel Big Macs brauchst du denn die Woche? Und dann sagt die, einer reicht mir schon. Ja, also haben wir dann diese 500 Kalorien über die ganze Woche abgezogen irgendwo, runtergezogen. So dass die Dame dann einmal die Woche ihren Big Mac essen konnte und trotzdem blieb das Gewicht, ging das Gewicht runter, weil wir es woanders ausgeglichen haben. Das heißt also, ihr könnt auch theoretisch jetzt einfach mal, also man ist auch blöd jetzt, wenn ihr sagt, ich esse am Tag 1500 Kalorien, dann kann man sagen, okay, wie viel Prozent davon soll Cheat sein? Und dann könnte man theoretisch ja meinetwegen 10% machen, hätte man 150 Kalorien Cheat am Tag. Und wenn man die dann mal die Woche nimmt, 7 mal 150 sind 1000, dann könnte man auch mal einmal ein blödes Jo eine Joker-Mahlzeit essen, eine Pizza zum Beispiel. Das wird dann nichts ausmachen, weil man das die ganze Woche gespart hat. Also deswegen, ganzer Cheat Day finde ich brutal. Gibt so natürlich so dünne Jungs, die können das ab. Aber halte ich jetzt erstmal nicht für zielführend, wie gesagt. So. Dann wollen wir noch mal gucken, was waren die anderen Fragen hier? Ach ja, immer noch, welcher, naja, der gleich beantwortet. Welcher Stoffwechseltyp bin ich? Was sollte ich essen? Stoffwechseltypen gibt es ja auch nicht angeblich laut YouTube University. Die YouTube University sagt ja, sowas gibt es nicht. Ich sage, es gibt sowas. Wir sehen das immer wieder. Es gibt Jungs, die können ganz viel Kohlenhydrate essen und werden sogar dünn davon. Ich habe Leute in der Vorbereitung schon gehabt, denen musste ich nachher die Kohlenhydrate wegnehmen, weil die sich sonst kaputt gebrannt haben. Je mehr die mit diesem Plan geht es auch ohne, ja genau. Je mehr die gegessen haben, je mehr Kohlenhydrate gegessen haben, desto mehr Fett haben sie verbrannt. Ich sehe gerade Gabi, mit deinen Plänen geht es auch ohne. Ja, es geht auch ohne Cheat Day, genau. Also wir haben ja auch immer sehr viele schöne Lebensmittel dabei, auch mal eine Frosterpfanne oder so, dass man auch mal wirklich sehr gut ausgleichen kann. Aber zum Stoffwechseltypen nochmal, es gibt natürlich Leute, es gibt eine sogenannte Insulinsensitivität, es gibt Leute, die essen Kohlenhydrate und drehen durch und die anderen fühlen sich total energiegeladen und total gut. Deswegen probiert das gerne mal morgens aus als erstes. Isst mal so eine Woche lang wirklich nur kohlenhydratreiche Sachen, Haferflocken mit Milch oder Brötchen oder Obstsalat mit Fruchtjoghurt oder so. Oder halt nur richtig eiweißreiche Sachen, Eier mit Gemüse oder Quark oder Nüsse oder Fleisch morgens und schaut mal, wie es euch dann geht. Womit kommt ihr besser zurecht? Was macht euch länger satt? Dann weiß man schon ungefähr, ob man eher mit Fett und Eiweiß zurechtkommt oder mit Kohlenhydraten. Es ist leider so, die Gesetze der Thermodynamik ist so. Du musst weniger essen, als du verbrauchst, um abzunehmen und mehr, um zuzunehmen.
diese Gesetze kannst du nicht ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist deine Einstellung. Zu sagen, okay, Gemüse ist geil oder Gemüse ist nicht so geil. Wenn du natürlich sagst, oh, ich gehe jetzt auf Diät und das wird alles so anstrengend und dann gibt's nur Fleisch und Gemüse, oh, ich habe da keinen Bock drauf, dann wird das auch nichts werden. Aber wenn du sagst, okay, Montag gehe ich auf Diät und ich esse Reis und Huhn und Gemüse und das tut mir voll gut, weil ich habe dann Energie fürs Training und das ist gut für meine Haut und das wird dich das erste Mal was bringen, aber wenn ich das 3 Wochen lang mache oder 4 Wochen, dann werde ich Gewicht abnehmen, dann geht es mir besser und je mehr Gemüse ich esse, desto besser ist das für meinen Körper und desto mehr Kalzium habe ich und so weiter. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich gleich so einen schlechten Dings rangehe. Ne? Jetzt steht hier noch eine Frage, Eisen ist auch wichtig für die FT3, FT4-Umwandlung. Ich habe, ja, es kann sein, dass Eisen auch dabei ist. Ich kenne jetzt Selen und Selen, Tyrosin und Jod. Wenn du sagst, das ist dabei, okay. Dann hier noch Boguslava fragt, was hältst du von MSM? MSM ist ja so ein Schwefel, der den Körper entgiftet. Man kann auch dazu, gegen Schmerzen ist, man kann sagen, das ist das natürliche Diclofenac. MSM, ja, würde ich sagen, sollte man nehmen, gerade wenn man viel Sport macht. Ist auf jeden Fall gut für die Gelenke, für die Bänder, für die Sehnen, für Gegenentzündung vor allen Dingen. Ist es sinnvoll, ja. Dann steht hier Murat nochmal, haben Körpertypen wie Ektomorph, Endomorph, Mesomorph irgendeinen Einfluss auf den Stoffwechsel? Ja, die Körpertypen gibt es ja nicht laut University, laut YouTube University, aber wir wissen ja auch selber, ne, wenn du so einen ektomorphen Typen hast, den es ja gar nicht gibt, und der ist total dünn, ja, der hat also jetzt diese Handgelenke sehr dünn und der hat einen ganz schmalen Körperbau. Und du weißt doch, ja, dass diese Typen, die so dünn sind, den ganzen Tag eigentlich auch nur am Zappeln sind und am Machen sind und sich bewegen und dadurch einen sehr, sehr hohen Need haben, also eine Alltagsaktivität. Und dadurch verbrennen die auch sehr viele Kalorien. Und deswegen wissen wir auch, dass die dünnen Jungs meistens sehr, sehr viele Kohlenhydrate abkönnen und auch brauchen für ihre Aktivität. Und der Endomorph, der Dicke, der ist ja eher so einer, der eher ein bisschen gemütlicher ist und der weniger macht als die anderen. Und der kommt mit Kohlenhydraten nicht so direkt. Was macht ihn irgendwie richtig müde, weil er macht ja nichts. Wird dann noch müde und noch hungriger und noch dicker. Und deswegen, ja, für mich, ja. Ich gucke mir die Leute an und wie sind die drauf? Und das verändert sich natürlich auch nach der Zeit. Ne? Wenn du jetzt so früher ein dicker Typ warst und wirst immer sportlicher und sportlicher, dann wird deine Insulinsensitivität auch höher und wirst auch mehr Kohlenhydrate essen können. Und das kann sagen, je weniger Körperfett ich habe, desto besser ist die Insulinsensitivität, desto mehr Kohlenhydrate kann man essen. Und deswegen wissen wir alle, dass die Dicken werden wir wahrscheinlich nicht mit Nudeln und Reis und Kartoffeln füttern, sondern eher mit Fleisch und Gemüse und auf die Kalorien natürlich achten. Ja, bei mir ja. So, dann wollen wir noch mal gucken, was waren die weiteren Fragen? Oder habt ihr noch welche? Schön, dass es schon ein paar Leute dabei sind heute. Mal gucken, habt ihr alle Zeit, ja? Genau, hier ist gerade die Makronährstoffempfehlung für meinen Körpertypen. Ja, genau. Also es gibt, ich gucke mir die an, Leute, die sehr schnell zunehmen, denen gebe ich weniger Kohlenhydrate. Also die stämmigen Leute, die kriegen weniger, obwohl sie die gerne mögen, und die dünnen kriegen mehr. So ist es auf jeden Fall bei mir. Wie gelange ich am besten einen regelmäßigen Fettstoffwechsel? Ja, also der Stoffwechsel gibt es ja immer. Also wir haben ja immer eine Mischverbrennung. Wir verbrennen ja immer Zucker, Fett und Eiweiß. Eiweiß am wenigsten, wenn man nicht gerade in einer brutalen Diät ist. Und ob man jetzt mehr Zucker oder mehr Fett verbrennt, ist natürlich maßgeblich davon abhängig, wie ich grundsätzlich ernähre und was ich für eine Aktivität mache. Und ein regelmäßiger Fettstoffwechsel, wenn man das jetzt so ganz einfach ausdrücken würde, würde ich einfach sagen, wer damit Probleme hat, der sollte auf jeden Fall nur ein oder zwei kohlenhydratreiche Lebensmittel essen und den Rest eher Eiweiß und Gemüse essen, dass man also ein paar Insulinpausen hat. Auch laut YouTube University braucht man die ja nicht. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man nur ein, zwei kohlenhydratreiche Lebensmittel am Tag isst, ist der Hunger niedriger und die Fettverbrennung ist besser bzw. anteilig. Letztendlich kommt es ja immer wieder auf die Gesetze der Thermodynamik an, dass man weniger ist, als man braucht. Allerdings wissen wir, da habe ich mich früher auch falsch gesagt,
Ich habe immer gesagt, vor und nach dem Training keine Kohlenhydrate. Heute würde ich es aber machen, weil verbrennt man während des Trainings nicht so viele Kohlenhydrate, aber man strengt sich besser an, beziehungsweise man kann sich besser anstrengen, wenn man Kohlenhydrate isst. Man hat mehr Power und verbrennt insgesamt mehr Kohlenhydrate, insgesamt mehr Kalorien, aktiviert mehr Muskulatur und hat danach dann eine höhere Fettverbrennung. Das heißt also, ums Training rum Kohlenhydrate essen und dann eher weniger lassen, dann eher weniger essen und insgesamt natürlich insgesamt weniger Kalorien essen. Dann hier und da vielleicht nochmal ein bisschen pushen, so mit Koffein oder Grüntee. Das ist jetzt nicht der Mega-Knaller, aber kann was bringen. Und Vitamin D für den Stoffwechsel, ja gerade für Cortisolstoffwechsel, für die Schilddrüse, für den Knochen, auch für gegen Depressionen. Vitamin D, auch für die Schilddrüse, ja. Also Vitamin D ist eigentlich so das, ein ganz zentrales Vitamin. Würde ich entweder checken lassen, man sollte so einen Wert um die 70, 80 haben, das finde ich jetzt gut, ab 40 ist okay, aber ich finde 70, 80 gut. Einheiten habe ich jetzt leider vergessen. Das sollte man machen, ja, auf jeden Fall. Guck mal, hier noch eine, oh, hier ist noch. Ja, die meisten haben Mangel, ja, das stimmt. Zeonit und Bentonit zur Ausleitung halte ich sehr viel von, mache ich sehr gerne. Ich mache allerdings, das heißt Zeolit. Zeolit und Bentonit, das ist ja so Heilerde, Lavaerde. Die ist wichtig, um den Darm frei zu putzen. Wenn man da noch dazu macht, gerade Bentonit oder Zeolit noch ganz kurz Flohsamen, das zusammen mischt, dann putzt man seinen Darm richtig sauber und bindet auch sehr viele Giftstoffe. Am besten gleich morgens, wenn sowieso sehr viele Giftstoffe angefallen sind, weil man ja die ganze Nacht nichts oder wenig ausgeschieden hat und vielleicht noch geschwitzt hat, dann ist es alles konzentrierter. Dann morgens als erstes trinke ich manchmal auch, was ein guter Tipp, kann ich morgen früh mal wieder machen. Habe ich auch ja lange nicht gemacht. Morgens Zeolit, ein bisschen Flohsamen und ich mache mir so ein bisschen Flavor dran. Dann schmeckt das auch nicht ganz so schlimm. Ja? Okay, dann schauen wir mal an, was wir hier noch haben. Was brauche ich? Einen Plan, einen Mentor, der mir meine Ziele hilft zu erreichen. Genau. Einen Plan braucht man immer und der Plan muss im eigenen Kopf sein. Man muss erstmal selber ganz klar wissen, ja, ich will das machen. Man muss diese intrinsische Motivation haben. Das ist ganz wichtig. Man muss sich das vorstellen, was man machen will. Man muss mental dabei sein. Ein Mentor ist immer gut, der einen ab und zu im Po tritt und der einen ab und zu auch mal in den Arm nimmt und sagst, du kannst das und du schaffst das. Das muss, sollte man auf jeden Fall machen. Also Erfolg hast du nur durch andere Menschen. Also die wenigsten können alles alleine. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn man da jemanden hat. Wie kann man den Ist-Zustand meines Stoffwechsels ermitteln? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann einmal das mit dem Senseware machen. Man kann einmal also dieses Armband umarmen machen und gucken, wie viele Kalorien verbrenne ich überhaupt. Bin ich schon am Einsparen? Bin ich schon am ökonomischen Arbeiten oder nicht? Dann gibt es diese Atemgasmessung. Die Leute, die das Video sehen, die sehen das jetzt. Das ist so ein Ding, wo man reinatmet und Atemgasmessung, Stoffwechselmessung geht so. Wir haben um 21% Sauerstoff in der Luft. Und dann kriegst du eine Klammer auf und atmest in dieses Gerät rein. Und das Gerät misst, wie viel von diesen 21% Sauerstoff atmest du wieder ab und wie viel bleiben im Körper. Und je mehr Sauerstoff im Körper bleibt, desto besser verbrennen deine Zellen. Das kannst du dir vorstellen wie ein Kaminofen. Wenn die Luke auf ist, trockenes Holz, Sauerstoff, dann brennt das natürlich viel besser, als wenn das Holz nass ist und die Luke oben dicht ist. Und wenn das gut brennt, dann ist das ein guter Stoffwechsel, dass sehr viel Fett verbrannt wird, auch in Ruhe. Das sollte man eigentlich machen. Man sollte so 3 Stunden, man sollte das essen und nach 3 Stunden sollte man gucken, ist man dann schon wieder eine Fettverbrennung, so mache ich das immer. Und dann weiß ich, dass die Kohlenhydratmenge okay war oder zu hoch war, wenn man nur noch in den Zucker verbrannt ist. Dann kann man natürlich noch seinen Insulinstoffwechsel messen im Labor, also nüchtern hingehen, nüchtern Zucker messen, nüchtern Insulin messen, dann Traubenzucker trinken, 75 Gramm auf 4 ml Wasser und nach halben Stunde nochmal messen und gucken, wie hoch ist der Zucker angestiegen, wie hoch ist Insulin angestiegen
Und wenn Blutzucker sehr schnell ansteigt und Insulin schnell ansteigt, dann ist man ein Zeichen dafür, dass man mit Kohlenhydraten nicht so gut zurechtkommt. Was man noch machen kann, ist mit dem Freestyle Libre messen. Das ist ein Blutzucker-Messgerät, was am Arm getragen wird, was 24 Stunden am Tag den Blutzucker misst. Und da kann man natürlich auch sehr schön sehen, was passiert, wenn ich Nudeln esse, was passiert, wenn ich Bananen esse, was passiert, wenn ich Fleisch esse, was passiert, wenn ich einen Irish Shake trinke, wie reagiert mein Blutzucker. Und dann kann man auch abschätzen, okay, dieses Lebensmittel macht bei mir eine sehr große Blutzuckerachterbahn. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder zu viel Hunger, zu sehr viel Hunger kommen. Das heißt, dieses Lebensmittel wäre dann nicht so geeignet. Das könnte man machen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, je nachdem, ob man vor Ort ist oder ob man es im Labor, ob man was im Blut machen möchte oder ob man was zu Hause machen möchte. Also da, das könnt ihr gerne, das mache ich im Coaching dann auch immer, wenn der Bedarf da ist, ne? Genau, so. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist ein Gentest. Den habe ich aber noch nicht, den habe ich noch nicht bekommen, die Auswertung. Da warte ich noch drauf. Und wenn ich den habe, werde ich natürlich da so ein Video machen und mal gucken, ob diese Auswertung damit übereinstimmt, was ich so die ganzen Jahre über mich rausgefunden habe. Und wenn ich den dann habe und ich meine, der ist einigermaßen okay oder ich kann damit was anfangen, dann werde ich das weitergeben an Leute, bei denen ich genau weiß, das sind Maschinen, das sind Muskelaufbaumaschinen, das sind Fettverbrennungsmaschinen, um zu gucken, ob es da wirklich in der Genetik da auch Gründe gibt, warum die so eine Maschinen sind. Ich habe auch noch ein paar Mädels, die das jetzt auch schon machen, da bin ich auch gespannt, die habe ich schon lange im Coaching. Mal sehen, was bei denen rauskommt. Also da bin ich ganz gespannt, da kann ich noch nichts zu sagen, aber werde ich euch natürlich sagen. So, ich würde sagen, wir haben 36 Minuten. Das ist schon sehr, sehr lange, auch für einen Podcast oder auch für einen Videocast. Wer da jetzt noch schnell eine Frage hat von den Zuschauern, dann bitte in die Kommentare schreiben oder wenn ihr das nicht live seht, dieses Video oder wenn später ein Podcast wird und ihr hört diesen Podcast, dann bitte schreibt einfach auch eure Fragen drunter. Ich bin heute zum Beispiel gefragt worden, ein Video zu machen zum Thema Krafttraining und Blutdruck. Das mache ich vielleicht gleich noch und mal sehen. Dann haben wir hier noch eine Frage. Joachim Bien. Ja, Johann Wien, da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich der nicht legalen Supplements. Johann Wien wird ja eingesetzt im Bodybuilding für die letzten, also ich sag mal, für das hartnäckige Körperfett. Wenn man da so Rezeptoren hat, die einfach da verhindern, dass wieder Fett abgebaut wird, kann man mit Johann Wien diese Rezeptoren besetzen, dass es Insulin nicht andocken kann und dass man dann Fett verbrennen kann. Es gab früher mal eine Joan Beam Creme, die wurde auch ganz heiß und die war auch gar nicht schlecht. Bloß Joan Beam alleine wird jetzt nicht der Knaller sein. Du musst dann schon, Joan Beam merkst du eigentlich nur, wenn du schon so bei 8% Körperfett bist und dann wirklich eine ganz brutale Low-Carb-Ernährung fährst, eher schon bald ketogen. Und dann zusammen damit, ja, denke schon, dann wirst du was merken. Ansonsten für alle, die das jetzt hören, lass die Finger davon, das ist wirklich was für Wettkampf-Bodybuilder, Bodybuilderinnen unter 8% Körperfett, die auch nicht unbedingt darauf erpicht sind, später mal Rente zu beziehen. Also das ist schon hochgradig gesundheitlich bedenklich. So, okay. Jetzt schaue ich nochmal, das war die Frage noch. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine Frage mehr. Freue ich mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Sich das anzuhören, das freut mich natürlich. Wir haben jetzt schon 38 Minuten und so viele Zuschauer und das auf dem anderen Kanal. Bis dahin, schöne Zeit, bleibt gesund, trinkt eure Aminosäuren und wir hören uns bei den nächsten Themen. Bis dahin, tschüss.